Dann würde ich vorschlagen, machen wir noch die 9.7, bevor wir dann in die Wahlen eintreten. Hier ist Einreicher Bündnis 90 Die Grünen. Frau Haase, bitteschön. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Tunnel am Neustädter Markt hat eine wechselvolle Geschichte. Er ist Ende der 70er Jahre errichtet worden und war ein Kind der Zeit, basierend auf dem Verkehrsplan aus den 60ern, der für Dresden im Prinzip in der Innenstadt an allen Knotenpunkten entweder kreuzungsfreie Führungen vorsah, wie an der Budapester Straße, Ammonstraße, oder weiträumige Plätze oder noch nicht mal mehr als Platz wahrnehmbare Knotenpunkte wie am Georgplatz. Er ist auch ein Kind der Zeit mit dem Umgang der Fußgänger. Fußgänger sind in Ampelprogrammen immer störend, kosten dem Autoverkehr Zeit. Und deswegen hat man damals die Fußgänger entweder unter die Erde gebracht oder auf Brücken wie am Archivplatz. Kinderzeit auch dahingehend, dass Radfahrer bei der damaligen Verkehrsplanung nicht vorkamen. Immerhin hat man eine Rampenanlage geschaffen, damit Rollstuhlfahrer nicht gänzlich an dieser Barriere Große Meißner Straße scheitern müssen. Und man hat sich auch sehr viel Mühe gegeben bei der Gestaltung. Dieser Tunnel wurde 2002 überflutet und bedeutete den Auszug der Mieter, weil entsprechend dann nicht mehr die Elektrik etc. saniert wurde oder nur noch so, dass man den Fußgängerverkehr gewährleisten konnte. 2013 ist der Tunnel erneut überflutet worden und hat diesmal massivere Schäden als 2002 erlitten. Insbesondere die Natursteinplatten an den Wänden hatten massive Schäden, weswegen der Tunnel gesperrt werden musste. Die Stadt hat diesen Schaden angemeldet und hat 375.000 Euro bewilligt bekommen für die Schadensbeseitigung. Wenn man die Flutkarte der Stadt Dresden ansieht, sieht man, dass statistisch gesehen alle 20 Jahre dieser Tunnel unter Wasser stehen wird. Dresden hat 2002 und 2013 eine enorme Solidarität erfahren, einmal innerhalb der Bürgergesellschaft, aber finanziell auch innerhalb vor allem Deutschlands. Andere Bundesländer haben uns Geld gegeben, damit wir die Infrastruktur wieder in Ordnung bringen können. Es ist nicht realistisch anzunehmen, dass wir diese Gelder alle 20 Jahre erneut bekommen. Wir müssen uns selber kümmern, dass unsere Infrastruktur so hochwassersicher wie möglich ist. So wenig Schäden wie möglich bei diesen Hochwassern auftauchen. Würde man diesen Tunnel an dieser Stelle erneut heute bauen? Nein. Wie gesagt, die Verkehrsplanung ist heute anders und man würde natürlich nicht mal dieses Risiko der Hochwassergefahr so hinnehmen. Die ebenerdige Querung ist auch aus städtebaulichen Gründen schon lange in vielen Plänen verankert, unter anderem in den Rahmenplänen von der Innenstadt und auch von der inneren Neustadt. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Durch den Rückbau der Rampen und Treppen schaffen wir dort Platz, damit Fußgänger ohne Umwege und ohne Hindernisse gerade am Blockhaus sich bewegen können. Das Hochwasser, es ist auch kein Angstraum für Fußgänger mehr. Ich kenne viele Leute, die dort sich nicht wohlgefühlt haben, insbesondere wenn eben schnelle Fahrzeuge ihnen begegneten. Wir schaffen eine direkte Wegebeziehung von der Altstadt in die Innenstadt, die auch für Ortsunkundige auf den ersten Blick erkennbar sind. Und wir entlasten die Fußgängerfurt auf der Seite der Haltestelle, wo sich doch manchmal sehr stark drängelt. Wir muten auch nicht mehr Kinderwagenschiebern und Rollstuhlfahrern lange Umwege über die Rampen zu, die auch viel Kraft kosten. Viele haben den Wunsch geäußert, dass der Tunnel wieder eröffnet wird. Wir haben das deswegen auch sorgfältig erwogen, ob wir nicht beides haben wollen, den Tunnel unten und die Querung oben. Es gibt allerdings mittlerweile die klare Aussage der Landesdirektion, dass wenn wir unten den Tunnel sanieren, wir auf absehbare Zeit nicht oben eine ebenerdige Querung schaffen können, weil das förderschädlich wäre für die Sanierung des Tunnels. Wenn wir also den Tunnel sanieren wollen, können wir oben keine ebenerdige Querung schaffen. Deswegen stellen wir heute nach der wechselvollen Geschichte dieses Antrages unseren Originalantrag zur Abstimmung und bitten um Ihre Zustimmung. Der Stadtrat möge beschließen, die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die für den Wiederaufbau des Fußgängertunnels Neustädter Markt zur Verfügung stehenden Flutenschadensmittel
für die Schaffung einer ebenerdigen Fußgängerverbindung auf der Ostseite des Knotenpunktes Augustusbrücke Große Meißner Straße und für die Verfüllung bzw. den Rückbau des Tunnels zu verwenden. Die vorhandenen Kunstwerke sind an eine geeignete Stelle im nahen Umfeld umzusetzen. Eine letzte Bemerkung: Ich gebe auch ungern viel Geld aus. Uns geht es darum, dass die ebenerdige Querung kommt und wir nicht die Mittel, die 375.000, umsonst ausgeben und immer wieder den Tunnel zu reparieren. Es ist klar, dass die Verfüllung des Tunnels auf mehrere Jahre hin gestreckt werden muss, weil wir auf Anhieb nicht die gesamte Summe aufbringen können und wollen. Es ist eine Aufgabe für mehrere Jahre. Soweit zur Einbringung des Antrages. Wir kommen jetzt in die Fraktionsrunde. Es wird die SPD-Fraktion beginnen. Wird das Wort gewünscht? Herr Blümel, bitteschön. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Bürgermeister, gewöhnlicherweise bin ich nicht der SPD-Stadtrat, der zu diesen Themen spricht, da es bisher nicht mein Fachgebiet war, über das Thema Bauen zu reden. Hier haben wir allerdings den Umstand, dass es nicht nur um das Thema einer baulichen Entwicklung geht, sondern auch um das Thema, wie finanzieren wir das, und als finanzpolitischer Sprecher bin ich da durchaus hellhörig, wenn ich höre, dass ursprünglich 375.000 Euro Flutschadensmittel beantragt waren, um diesen Tunnel zu sanieren. Und wir jetzt erfahren, dass, wenn er verfüllt werden soll, ein Vielfaches dessen ausgegeben werden soll. Und da sage ich, und dann sagt unsere Fraktion, nachdem wir über diesen Gegenstand nochmal beraten haben, das wollen wir nicht. Wir haben uns überlegt, dass es vielleicht sinnvoller ist, ein vorhandenes Bauwerk zu sanieren, und zwar so zu sanieren, damit man eben die Bedenken aufnimmt, dass es nicht jedes Mal wieder eine teure Sanierung wird, falls es erneut zu Flutereignissen kommen sollte. Dann sollte man es eben so sanieren, dass möglichst wenige Folgekosten entstehen. Genau das wollen wir hier auch beantragen. Das heißt, wir werden oder stellen hiermit einen Ersetzungsantrag, und ich möchte den vortragen. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, für den Wiederaufbau des Fußgängertunnels Neustädter Markt Flutschadensmittel zu beantragen und dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau unverzüglich eine Vorlage zur Sanierung des Tunnels zum Beschluss vorzulegen. Die Sanierung soll so erfolgen, dass bei möglichen zukünftigen Überflutungen die Wiederherstellungskosten so gering wie möglich ausfallen. Aus dem Bericht aus dem Ausschuss haben wir übernommen diese Formulierung, die eben auch auf die Gestaltung dieses Tunnels Bezug nimmt, nämlich mit geeigneten Vertretern der Skater- und Graffiti-Szene über eine langfristige künstlerische Gestaltung des sanierten Tunnels Gespräche aufzunehmen. Diese sollen mittels aktiver Einbindung die Akzeptanz der genannten Szenen erhöhen und Vandalismus vorbeugen. Wir verschließen uns aber als Fraktion auch nicht dem Anliegen, eine ebenerdige Querung dort zu entwickeln, und deswegen sind wir der Meinung, dass es durchaus machbar ist, da wir ja im Haushalt auch Mittel entsprechend eingestellt haben, die zwar firmieren unter dem Begriff Nutzbarmachung des Tunnels, durchaus aber auch möglich, diese dann später umzuwidmen, und deswegen beantragen wir weiterhin, dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau unverzüglich eine Vorlage zum Beschluss vorzulegen, die eine ebenerdige Fußgängerverbindung auf der Ostseite des Knotenpunktes Augustusbrücke Große Meißner Köpkestraße und eine Verbreiterung der ebenerdigen Fußgängerverbindung auf der Westseite des Knotenpunktes zum Gegenstand hat. Das heißt, aus unserer Sicht sind damit eigentlich alle Interessen befriedigt. Zum einen wird dem Wunsch auch vieler Anwohner Rechnung getragen, den Tunnel zu erhalten. Wir glauben auch, dass es wirtschaftlicher ist, das Geld, das knappe Geld, was wir aktuell haben, so einzusetzen, dass wir die vorhandenen Flutschadensmittel eben für die Beseitigung des Flutschadens einsetzen und nicht für die Verfüllung eines Tunnels. Und gleichzeitig sind wir in der Lage, haushaltstechnisch abzubilden, dass eine ebenerdige Querung kommt. Das heißt, aus unserer Sicht ist das der vernünftigste und der Kompromissvorschlag. Ich weiß, dass ein ähnlicher Vorschlag bereits
diskutiert worden ist und wir in der Vergangenheit dort einer anderen Auffassung waren. So ist das im Leben. Man denkt über Dinge manchmal auch zweimal nach und deswegen haben wir als Fraktion jetzt diese Auffassung gewonnen und deswegen beantragen wir das jetzt auch hier so. Und wir hoffen, dafür auch eine Mehrheit zu finden. Vielen Dank. Vielen Dank für den Redebeitrag und für die Einbringung des Änderungsantrags, den ich gerne noch schriftlich hätte. Sie können mir das Notebook ja am besten schenken, so dass wir das dann auch vernünftig abstimmen können. Wir machen weiter in der Fraktionsrunde. Als nächstes wäre die AfD-Fraktion dran. Wird da das Wort gewünscht? Nein. FDP, Freie Bürger, Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, nur ganz kurz eine Bemerkung. Das Anliegen der Grünen ist einfach nicht verständlich, warum wir dazu machen sollen. Wir haben doch jetzt aus finanzpolitischer Sicht gesehen, es ist beides möglich. Den Tunnel zu sanieren ist gar nicht so teuer. Und obenrum die Querung kriegen wir auch hin. Warum dort nicht zugreifen? Die Dresdner nehmen den Tunnel sehr gern an, er ist kurz. Und aus meiner eigenen Erfahrung möchte ich noch sagen, auch unsere Turnhalle in meiner Schule ist abgesoffen zur Flut. War ein ganz schön teurer Schaden, aber wir haben sie so saniert, dass wir, wenn eine neue Flut kommt und wieder das Grundwasser so steigt, dass wir mit ein paar wirklich preiswerten Maßnahmen die Turnhalle uns halten können in Zukunft. Und genauso wird das mit dem Tunnel sein. Der ist nämlich solide gebaut und der ist schon wieder ganz schön trocken. Das werden gar nicht so hohe Kosten sein. Also fassen wir beides an. Als nächstes CDU-Fraktion, Herr Thiele. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist jetzt natürlich ganz interessant. Also zum Ersten möchte ich das begrüßen, dass die Grünen hier zur Vernunft gekommen sind und ihren Ursprungsantrag aus dem Sommer 2013, wohlgemerkt, jetzt hier wieder zur Abstimmung stellen, nach einer langen, auch teilweise schwierigen Diskussion. Aber so wie es hier vorgeschlagen wird, ist es tatsächlich vernünftig. Denn es ist eben heutzutage so in der modernen Verkehrsplanung, dass dort, wo es funktioniert, wo es geht, man möglichst ebenerdige Querungen schafft. Und als gelungenes Beispiel können wir uns, denke ich, alle den Pirnaischen Platz anschauen, wo es nach den Brandereignissen im Fußgängertunnel dann auch entsprechend umgesetzt wurde, die Querungen über die St. Petersburger Straße eben auch ebenerdig zu gestalten und über die Kuhnauer Straße. Und es funktioniert auf jeden Fall gut. Es wird angenommen von den Fußgängern. So wird sowas heutzutage dann gelöst, wenn sich die Chance bietet. Und zur SPD-Fraktion, Herr Blümel, es wäre natürlich wirklich nicht schlecht, wenn wir solche weitgehenden Änderungsanträge dann doch mal ausgehändigt bekommen, denn das jetzt hier vorzulesen und in ein Exemplar an den Sitzungsleiter zu übergeben, das mag zwar formal in Ordnung sein, aber das finde ich schon ziemlich unfair allen anderen Stadträten gegenüber, denn sie haben auch nicht nur einen Punkt oder eine Zeile vorgelesen, sondern hier einen umfangreichen Änderungsantrag gestellt, der in Teilen sicherlich in den letzten anderthalb Jahren hier diskutiert wurde, aber der jetzt schon schwer einzuschätzen ist. Ich habe Ihnen aber genau zugehört und deswegen muss ich sagen, toll SPD, Sie wollen wieder alles, ne? Die ebenerdige Querung und den Tunnel, wunderbar, wir können es uns ja leisten in dieser Stadt, insbesondere mit Ihrem Haushalt, ganz große Klasse, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Wenden Sie sich doch mal bitte an Ihren heute ausgeschiedenen Stadtrat Bergmann, der ebenfalls die Auskunft von der Oberbürgermeisterin bekommen hat, was die Kosten für die Sanierung dieses Tunnels wären. Und da steht eben klipp und klar drin, dass dann eben auch für eine entsprechende Sanierung zwar diese Kosten hier anfallen, aber danach ist dann Schluss. Beim nächsten Hochwasser bekommen wir eine entsprechende Sanierung als Landeshauptstadt Dresden nicht mehr irgendwie auch nur ersetzt und dann stehen wir da. Und das ist wahrlich dann kein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeldern. Deswegen war es sehr erfreulich, dass dann die entsprechende Auskunft hier kam, dass auch die Kosten, die dann zusätzlich entstehen, wenn wir eine sinnvolle ebenerdige Querung hier schaffen und den Tunnel dann auch entsprechend zurückbauen wollen, da wird also eben auch die Förderung in Aussicht gestellt und das ist dann sicherlich die Lösung, die wir hier anstreben sollten.
Dafür stehen wir. Insofern bin ich dann auch der Landesdirektion dankbar für diese Auskunft, dass wir hier tatsächlich jetzt eine gute Lösung schaffen können. Insofern stimmen wir hier dem Originalantrag der Grünen zu. Alle anderen Irrungen und Wirrungen, die wir teilweise im Sommer diesen letzten Jahres hier zur Beschlussvorlage bekommen haben, wo der Tunnel teilweise zurückgebaut werden sollte, aber auch teilweise erhalten werden sollte, das wäre ein ziemlich teurer Weg gewesen, den wir uns nicht vorstellen können. Und in Richtung FDP-Fraktion, wie gesagt, der Erhalt des Tunnels ist, glaube ich, wirklich keine Option. Vielleicht könnt ihr noch mal drüber nachdenken, hier dem Ganzen auch mitzufolgen, dass wir eben, was die Fußgängerquerung am Neustädter Markt, die Sache genauso aufwerten können, wie wir es in dem vorherigen Beschlusspunkt eben auch entsprechend beschlossen haben, auch im Sinne des Antrags der FDP-Fraktion, damit wir dort am Neustädter Markt eine Situation schaffen können, die den verkehrlichen Anforderungen gerecht wird. Leider haben wir dort bei dem grünen Antrag mehrheitlich dann ein paar Fehler gemacht, das ist nun mal so, aber den verkehrlichen Anforderungen gerecht wird und auch den stadtgestalterischen, stadtplanerischen Anforderungen gerecht wird. Deswegen sollten wir hier dann dem Originalantrag zustimmen. Das ist in Ordnung, so kann man das machen. Und deswegen sind wir als CDU-Fraktion hier mit dabei. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde führt die Linke Herr Wirz. Ja, meine Damen und Herren, es ist natürlich schwierig, hier der SPD einen Vorwurf zu machen, dass sie jetzt mit einem Änderungsantrag kommt, wenn der eigentliche Verhandlungsgegenstand der Grünen im letzten Dreivierteljahr wie ein Vexierbild vom Ja zum Nein und zurück vom Nein zum Ja gesprungen ist. So kann man das natürlich nicht machen. Auch die Öffentlichkeit ist darüber sehr verstört. Ursprünglich ist der Antrag so gestellt worden auf Rückbau des Tunnels, wie er heute behandelt wird. Während des Kommunalwahlkampfes hat dann Herr Hofsammer im Dresden-Fernsehen zum Besten gegeben, dass man ein Nachdenken ansetzt, weil die Skater-Szene sich dagegen gewendet hat. Die Skater-Szene wäre halt auch hier, wenn wir gewusst hätten, was auf uns zukommt. Da hätten sich dann die Grünen dann persönlich dort auch ins Benehmen setzen können. Es ist natürlich auch so, dass sich jeder aus der Anfrage von Frau Haase raussucht, was ihm passt. Und besonders auch die Wirtschaftlichkeit hier herausstellt. Also wir nehmen dann eben die Fluthilfemittel von 375.000 und haben eine ebenerdige Querung der Straße mit den entsprechenden Folgen auch für den Autoverkehr und wo dann die 1.600.000 Euro bis 1,3 Millionen für den Rückbau herkommen, das steht in den Sternen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich wiederhole es gerne, weil es offensichtlich hier nicht zur Kenntnis genommen worden ist, nicht zugehört worden ist, dass wir für den Rückbau den Tunnel mehrfach überfluten und wieder sanieren könnten und auch die Unterhaltskosten dabei rausspringen würden. Es ist natürlich auch von der CDU ein bisschen spitzbübig zu sagen, am Pirnaer'schen Platz ist der Tunnel rückgebaut worden, eine ebenerdige Querung gebaut worden. Es wird gut angenommen, wenn der Tunnel da ist, kann ich natürlich nicht mehr benutzen. Das ist vollkommen klar, das ist natürlich eine Binse. So ein schwieriges Argument ist natürlich klar, wenn der Tunnel zurückgebaut ist, kann er nicht mehr angenommen werden. Das ist eine merkwürdige Argumentation. Was hier passiert, ist Folgendes. Es wird eine Infrastruktur im Werte von mehreren Millionen Euro, die einmal da ist, die angenommen worden ist, die genutzt worden ist, die wird einfach im Prinzip im Stich gelassen, die wird so gelassen, wie sie ist. Es gibt keine Lösung für den Rückbau, während wir für die Sanierung, Wiedernutzbarmachung des Tunnels genügend Geld hätten. Es ist auch so, dass der Tunnel nicht mehr so genutzt wird, wie er vor der letzten Flut genutzt worden ist. Es gibt dort keine Büros mehr drin, es gibt dort keinen Verkauf mehr drin. Die Technik ist aus dem Tunnel entfernt worden. Das heißt, das Schadenspotenzial in diesem Tunnel, das hat auch Herr Köttnitz im Ausschuss so gesagt, das verringert sich von Mal zu Mal. Die Steuerung der Ampelanlage ist rausgekommen. Insofern ist das alles ein Stück weit unlauter. Und ich denke mal, es ist auch ein Stück weit ein ideologischer Streit, dass eben hier ein Verkehrsbauobjekt, was man heute zugegebenermaßen nicht mehr so bauen würde, aber wenn wir alles rück- und aufbauen würden, was in der Verkehrspolitik der letzten 40 Jahre mal gemacht oder nicht gemacht worden ist, wir würden ja mit Sprengen und Aufbauen nicht hinterherkommen. Insofern ist es in der Tat keine Lösung. Ich bitte um Zustimmung zum Änderungsantrag, Ersetzungsantrag der SPD. Wir begrüßen den, er ist in unserem Sinne und er ist auch sinnvoll, da in der Tat der Tunnel noch einen sehr hohen Wert hat, auch von der Infrastruktur her und die
der Rückbau des Tunnels, die Ordnung dieses Platzes dadurch mitnichten gesichert ist. Dafür ist auch kein Geld da und dafür wird es auch von der Landesdirektion keins geben. Nach der Anfrage von Frau Haase ist es so, dass 375.000 Euro fix gegeben werden. Davon sind die 1,3 Millionen für den Rückbau schlichtweg nicht finanzierbar, sind auch nicht im Haushalt eingestellt. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, wird weiterhin das Wort gewünscht? Frau Haase. Oder, ja, mal Frau Haase. Ja, es wäre dann Schlusswort. Ja, oder nee, du wolltest noch, Entschuldigung, nee, das, gut. Dann, Schlusswort kann ich ja da noch nie, weil da war auch Herr Kiesling noch, der sich gemeldet hat. Okay, gut, ja. Auch Green, auch Entschuldigung, hab ich Sie gesehen. Gut. Es geht nicht um einen ideologischen Streit. Es geht darum, ob wir vernünftig mit Steuergeldern umgehen und ob wir vernünftig auch mit den Bürgern von Dresden umgehen. Ob die zahlreichen Dresdner, die auch immer zahlreicher werden aufgrund der demografischen Entwicklung, die sich zum Beispiel mit dem Rollator durch die Gegend bewegen oder eben auch mit dem Kinderwagen erfreulicherweise, ob die lange Rampen in Anspruch nutzen müssen, Umwege, Kraftaufwand, ob wir auch unsere eigenen Pläne, die wir vor 2 Monaten oder vor 2 Jahren oder vor 5 Jahren beschlossen haben, ernst nehmen, die immer dort eine Ebenerquerung an der Stelle vorgesehen haben. Das ist für mich die Frage. Und es ist nicht wahr, dass es vollkommen außerhalb der Möglichkeiten gibt, Schritt für Schritt dort den Rückbau dieser Tunnelanlage zu verwirklichen. Wir haben 375.000 Euro Flutmittel, wir haben im Haushalt 200.000 Euro auch für diesen Tunnel oder eine Ebenequerung eingestellt und es gibt die Signale von der Landesdirektion, dass sie über die 375.000 Euro hinaus auch Fördergelder darüber nachdenkt, diese zu bewilligen. Ich habe auch gesagt, Herr Köttnitz hat es im Ausschuss auch vorgelegt, dass es sozusagen in mehreren Stufen passieren wird. Das Wichtigste ist aber, dass die Ebenerdequerung geschaffen wird, damit dort die Fußgänger nach 19 Monaten Sperrung endlich wieder über die Straße können und nicht im großen Umweg über die andere Querung, die große Meißner Straße, sich darüber bewegen können. Ich bitte darum, dass wir wirklich den Originalantrag abstimmen, dass wir jetzt nicht eine doppelte Ausgabe machen. Wenn wir den Tunnel hochwassersicher bauen wollen, dann müssen wir die Natursteinplatten entfernen. Dann schaut der Tunnel so aus wie oben in Gorbitz. Das kann man dann auch besichtigen. Ich weiß nicht, wer sich in den Gorbitzern Tunneln unter der Straßenbahnverbindung sich wirklich wohlfühlt und das als kulturelles Highlight von Dresden dann empfinden wird. So, jetzt hatte ich als nächsten Herrn Kiesling, dann Herrn Green. Und dann würde er vielleicht die Chance bestehen, mit Herrn Löser einen Schluss zu machen. Ja, sehr geehrter Herr Hilbert, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich gebe zu, der Tunnel liegt mir am Herzen. Es ist ein Thema, was mich seit langem bewegt, was im Übrigen auch in den Wahlzielen, die unsere Partei aufgeschrieben hatte, die sie der Bevölkerung zur Bewertung vorgelegt hat, enthalten ist und dort nicht schlecht abgeschnitten hat. Wir haben ja als Linke versucht, rund um den Tunnel am Neustädter Markt eine Menge von Bürgerbeteiligung zu initiieren. Es gibt immerhin 2 Petitionen, die sich für den Erhalt des Tunnels aussprechen. Eine ältere und eine jüngere, die von Skaterinnen und Skatern hauptsächlich getragen worden ist, die diesen Tunnel nutzen wollen. Da erinnere ich nur an die Ideen zu Urban Art zum Beispiel oder zur Nutzung der Stadt durch besondere Gruppen. Ich will auf Herrn Thiele eingehen als erstes. Da sage ich, Herr Thiele, Sie argumentieren manchmal so schlicht, dass ich überhaupt gar nicht folgen möchte. Also Sie sagen zum Beispiel am Pirnaischen Platz, der Rückbau, das ist gelungen, weil die jetzige überirdische Querung wird von den Fußgängerinnen und Fußgängern angenommen. Herr Thiele, Gratulation, was sollen die Fußgängerinnen und Fußgänger anderes machen? Ja, Sie können nicht mehr vergleichen, oben oder unten. Sie können nur noch oben drüber. Deswegen ist die Behauptung, es sei angenommen, einfach purer Unsinn. Aber etwas anderes ist damals passiert. Als nämlich plötzlich dieser Tunnel verschwunden war, gab es darauf plötzlich eine sehr emotionale Diskussion, kurzzeitig aufgeflammt, weil es war zu spät. Aber da haben die Menschen dieser Stadt gesagt, das ist kompletter Unsinn, einen funktionierenden Tunnel zuzuschütten.
Das ist Unsinn, das haben die Leute damals gesagt. Und weil die Tunnel am Pirnaischen Platz und am Neustädter Markt sich diametral unterscheiden, der eine ist lang, er hatte keine Rampen, der andere ist kurz, er hat Rampen, der eine war durch mehrfache innere Baumaßnahmen verschlechtert worden, verschmälert mit ungeeignetem Gewerbe unten, der andere war breit und angenommen. Deswegen haben wir gesagt, nicht nochmal so etwas. Diesmal fragen wir die Menschen von Anfang an, ob sie für den Erhalt dieses Tunnels sind. Was haben Sie gemacht während Ihrer Regierungszeit? 2002 ist der Tunnel überflutet worden, 2003 wieder. Dazwischen hat die CDU in dieser Stadt diesen Tunnel sage und schreibe 11 Jahre als schmutzigen Schandfleck erhalten, als schmutzigen Schandfleck. Und trotzdem ist dieser Tunnel bei den Fußgängerinnen und Fußgängern immer beliebter gewesen als die überirdische Querung, die man durch einen einfachen Ampelweg über die Brücke hätte erreichen können. So viel dazu. Frau Haase, was mich wundert, ist bei Ihnen die Argumentation, dass die regelmäßige Überflutung irgendwie dafür spräche, man müsse diesen Tunnel beseitigen. Ja, was machen wir zum Beispiel mit dem Stadtteilhaus Äußere Neustadt? Das wird auch regelmäßig überflutet. Bei jedem Prießnitz-Hochwasser steht das unter Wasser. Müssten wir jetzt nicht sinnvollerweise überlegen, dem Eigentümer nahezulegen, das möge zurückgebaut werden, weil es kann doch gar nicht sein, bei jeder Überflutung müsse dort neu Geld hineingesteckt werden. Blanker Unsinn. Wir sagen, dieser Tunnel ist angenommen worden, immer. Er ist von den Fußgängerinnen und Fußgängern angenommen worden, er ist beliebt gewesen. Und es ist eine vollkommene Entfremdung der Politik von den Menschen in dieser Stadt, eine Sache, die beliebt und angenommen wurde, wegen relativ geringer finanzieller Aufwendung einfach zu streichen. Genau durch so etwas kommt Entfremdung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Politik zustande. Vielen Dank. Herr Krien jetzt und dann Herr Schulte-Wissermann. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte in die Vorlage hineingeschaut und gesehen, ach ja, die wollen den Tunnel zuschütten, brauchst du dir gar nicht vorbereiten, wollen wir nicht. Deswegen habe ich mir jetzt nur schnell ein paar Stichpunkte machen können und keine eigentliche Rede vorbereitet. Lügenpresse, Lügenpresse, skandiert Pegida und dieses Thema ist ein Beispiel dafür. 3-mal ist der Artikel erschienen. Das erste Mal mit dem Bild von Herrn Löser drauf. Und dann habe ich unter Klarnamen irgendwo bei 5. oder 8. Meinungsäußerung dort eine Meinung geäußert. Schwupp war der Artikel kontaminiert und verschwand bei SZ Online unten irgendwo, dass man ihn nur noch mit der Suchfunktion fand. Jetzt kam ein zweites Mal, da war dann das Bild von der Frau Haase drauf. Und abends, weiß ich was, um 11 war ich nur der Erste, der dort was abgegeben hatte und prompt wurde meine Meinung zensiert. Da war nichts irgendwo was, also rechtsradikal. Ich habe eine rein sachliche Meinung abgegeben und das Einzige ist, mein Name stand drunter. Und dann kam der Artikel noch ein drittes Mal, da war dann wieder das Bild von Herrn Löser drauf, da wurde meine Meinung also auch nicht angenommen dort. Das ist das, Herr Hilbert, warum Lügenpresse. Weil mein Name nicht in irgendeiner Meinung, in einer völlig sachlichen Meinung zu so einem Artikel kommen darf. So, nun, warum ich mich jetzt doch nochmal wende. Wir sind also sehr für die Wiedereröffnung des Tunnels. Ich höre jetzt plötzlich, dass das doch noch zur Debatte steht. Und zwar aus einem ganz anderen Grund. Musik wird oft nicht schön empfunden, sagt Wilhelm Busch. Und wir haben, und wer also auch diese Akten eigentlich genommen hat über die Straßenmusik, die große Problematik. Was werden wir, wenn es wieder wärmer wird, mit der lauten Straßenmusik machen, die von vielen abgelehnt wird, wo also Leute dann gesagt haben, ja, wir haben hier schon Kündigungen von Mietern und Mietern haben Mietminderung durchgesetzt wegen der lauten Straßenmusik. Und mit der Eröffnung des Tunnels könnten wir 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Es wird nicht so einfach sein, rechtlich einfach zu sagen, wir verbieten laute Straßenmusik in der gesamten Stadt. Aber es ist, war auch in der Akteneinsicht zu sehen, möglich zu sagen, wir beschränken das ein auf bestimmte Gebiete. Und dieser Tunnel ist etwas, was sich einigt. Dort unten können Sie irgendeine pseudo-russische Blaskapelle hinstellen. Das wäre ein Platz, wo wir also den Tunnel wieder öffnen und zugleich die lärmenden Straßenmusikanten dort hinsetzen können. Deswegen sind wir also auch für die Wiederöffnung des Tunnels. Danke. Jetzt Herr Schulte-Wissermann und dann zum Abschluss Herr Löser. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister,
liebe Stadträte, liebes Publikum. Wir haben jetzt drei vollkommen verschiedene Anträge ziemlich ad hoc plötzlich hier bekommen. Den Tunnel zuschütten und oben eine Überquerung machen oder oben eine Querung, oben keine machen, den Tunnel jetzt wieder erhalten oder beides. Wir haben gehört, es gibt viele Argumente, die sowohl für die eine, die andere oder die dritte Variante gelten. Der Punkt ist aber, dass all diese Vorschläge jetzt sehr ad hoc gekommen sind. Und mein Hauptpunkt ist, die Öffentlichkeit ist gar nicht auf diese Diskussion vorbereitet. Niemand hatte so wirklich gedacht, dass das jetzt heute, sage ich mal, in diese Brisanz geht. Und deswegen einfach, mir wäre es lieb, wenn wir darüber nochmal nachdenken würden. Und deswegen beantrage ich hiermit Vertagung dieses Tagesordnungspunktes auf die nächste Sitzung. Das wäre ein Geschäftsordnungsantrag. Das brauchen Sie jetzt nicht die Hände heben, sondern es ist so rein formal gesehen, wenn man einen Vertagungsantrag dann stellt. Deswegen würde ich zunächst fragen, gibt es eine Gegenrede zu diesem Geschäftsordnungsantrag? Naja, rein formal würde ich da wieder sagen, es gibt jetzt die Gegenrede, die würde ich Ihnen schon als Einreicher dann auch geben wollen. Und danach stimme ich darüber ab. Und dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Herr Löser. Das war zeitgleich. Also es ist ein schwieriges Feld, das sehen wir gerade. Aber eins müssen wir heute auf alle Fälle tun. Wir müssen entscheiden. Die Stadt braucht ein Projekt, um die Hochwassermittel zu beantragen. Und dieses konkrete Projekt muss jetzt auf den Weg gebracht werden. Wir haben gehört, dass es aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen schwierig ist, rechtzeitig jetzt die Projekte fertigzustellen. Insofern, lieber Rat, wir entscheiden es heute, so oder so. So, dann stelle ich den Vertagungsantrag zur Abstimmung. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Handzeichen. Gegenstimmen? Das ist letzteres die deutliche Mehrheit. Damit hätte der Vertagungsantrag keine Mehrheit bekommen. So wird noch weiterhin das Wort gewünscht. Frau Kaufmann, Herr Thiele und dann Herr Löser noch mal hoffentlich zum Schlusswort. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe jetzt die Diskussion, die sehr spannend war, verfolgt. Wir haben ja unterschiedlichste Argumentationen. Wir wissen, dass es Fördergelder gibt für 375.000, den Tunnel entweder zu sanieren oder zuzuschütten. Wir wissen des Weiteren, dass die Zuschüttung nach Erkenntnissen der Stadtverwaltung zwischen 600.000 und 1,2 Millionen Euro beträgt. Da ist ein gewisses Delta, was man, wenn man Addition beherrscht, glaube ich, auf sehr einfache Weise ermitteln kann. Im Haushalt stehen 200.000 Euro drin, um den Tunnel zu sanieren. Auch dann besteht ein Delta und auch dann besteht dieses Delta für eine Ampelanlage und damit für eine oberirdische Querung, die nicht finanziert ist. Wenn ich jetzt also von unterschiedlichen Befürwortern der Tunnelvariante oder der oberirdischen Variante höre, irgendwoher kommt das Geld schon, dann frage ich mich, woher kommt es denn nun? Was genau an Geldern haben wir denn wirklich schwarz auf weiß nicht nur versprochen, sondern zugesagt zu bekommen? Denn, meine Damen und Herren, wenn man das ganze Hin- und Hergeplänkel, die Argumentation hier einfach mal mit den Fakten verbindet, dann heißt das, wir wollen den Tunnel zuschütten. Das schaffen wir finanziell nicht ohne fremde Hilfe. Die fremde Hilfe gibt es möglicherweise aber nicht sicher. Und wir machen uns auf den Weg. Und der zweite Schritt wäre dann, wenn es eine Mehrheit gäbe, die oberirdische Variante umzusetzen. Die funktioniert aber nur, wenn die Rampen verschwunden sind. Wenn wir das nicht finanzieren können, funktioniert dummerweise auch die oberirdische Variante nicht. Ergo, was bleibt übrig?
eine sogenannte Investruine, und da warten wir noch einige Jährchen, vielleicht kommt die nächste Flut. Ich denke, wir sollten die Diskussion, die hier geführt wurde, ernst nehmen und entweder die Verwaltung noch mal zu Wort kommen lassen, welche Fakten ihnen denn vorliegen, oder aber die gesicherte Variante nehmen, die da heißt, wir machen den Tunnel wieder begehbar. Denn, meine Damen und Herren, es ist mitnichten ein Angstraum in diesem Bereich. Und es ist mitnichten ein Raum, das haben auch die Vorredner, die den Tunnel favorisieren, benannt, der nicht frequentiert ist. Es ist ein Raum, der eine schnelle, unkomplizierte und verdammt sichere Möglichkeit bedeutet, den heutigen Verkehr, immerhin 35.000 Pkw pro Tag, zu entkommen und diese Variante durch die unterirdische Begehung sozusagen zu wählen. Und wer das nicht möchte, meine Damen und Herren, der geht eben wie jetzt auf die andere Straßenseite. Ja, auch das ist möglich. Und wenn wir dann wirklich mal die Platzgestaltung vornehmen, ja, wenn wir wirklich mal Geld haben, nicht nur Beschlüsse zu fassen, sondern auch Planungen zu finanzieren und dann finanziell investive Mittel der Umsetzung einer Platzgestaltung, wie wir gerade beschlossen haben, dann denke ich, sollte man diese Maßnahme noch mal diskutieren. Aber was wir heute machen, sind Schnellschüsse, die möglicherweise ideologisch motiviert, aber mitnichten sachlich getroffen werden. Vielen Dank. Als nächster Herr Thiele. Ja, also ich muss schon sagen, die Verantwortungslosigkeit von Teilen dieses Rates ist schon ein bisschen erstaunlich. Wir haben im Ausschuss, Frau Kaufmann, das ganze Thema, wie gesagt, in den letzten anderthalb Jahren immer wieder und intensiv diskutiert. Im vorletzten Bauausschuss wurden auch von der Verwaltung entsprechend sinnvolle Vorschläge vorgelegt. Da gibt es schon Dinge, die in der Pipeline sind, die zur Verbesserung der Verhältnisse für den Fußgängerverkehr entsprechend beitragen in der Nord-Süd-Relation. Für den Radverkehr wurde das entsprechend schon umgesetzt und es funktioniert gut. Und Herr Kiesling, ich habe nicht gesagt, dass der Tunnel am Pirnaischen Platz angenommen wird, sondern ich habe gesagt, die Lösung dort funktioniert gut. Und das ist der Punkt. Ja, es geht um funktionierende Lösungen. Und da muss man schon klipp und klar sagen, auch für den Neustädter Markt wird die ebenerdige Querung für die Fußgänger auf der Ostseite funktionieren. Und sie trägt eben maßgeblich zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für den Fußgängerverkehr bei. Und da höre ich doch jetzt hier mit großem Erstaunen auf der linken Seite, dass man das urplötzlich nicht mehr will. Und nochmal zum Geld. Auch in dieser Bauausschusssitzung wurde eindeutig erklärt, dass eine entsprechende Finanzierung in Aussicht steht, wenn sich der Stadtrat jetzt nun endlich mal nach der langen Diskussion für eine vernünftige Lösung ausspricht. Natürlich können wir auch das Geld in die Hand nehmen und den Tunnel wieder sanieren. Richtig, können wir tun. Dann bleibt es so, wie es jetzt ist. Irgendwelche Straßenmusikanten können vielleicht dort auch drin herumlärmen, mag sein. Ja. Und richtig, ne? Dann stehen wir aber da beim nächsten Hochwasser. Dann werden wir nämlich keine Flutschadensbeseitigung mehr für den Tunnel bekommen und auch kein Geld für eine Querung. Und dann haben wir nur noch die eine auf der Westseite. Prima, da können dann die Leute dort über die Kreuzung laufen, kreuz und quer, um die eine mögliche Querung von der Altstadt in die Neustadt wahrzunehmen. Meine lieben Damen und Herren, das möchte ich nicht. Wir haben jetzt hier die Chance, eine vernünftige Lösung herzustellen. Und es wird allerhöchste Zeit, dass wir heute entscheiden, denn ansonsten laufen der Stadtverwaltung hier die Fristen weg. Und vielleicht, Herr Bürgermeister Marx, können Sie das auch aus Sicht der Verwaltung noch mal darstellen, wie sich die Situation hier im Moment abzeichnet, sowohl wenn wir dem Antrag der Grünen folgen, als auch wenn wir uns hier für eine andere Lösung entscheiden, damit der Mehrheit hier in dem Hause vielleicht auch mal deutlich wird, welche Entscheidung heute tatsächlich hier getroffen werden muss und wie weit das auch in die Zukunft reicht. Darum würde ich bitten. Und ansonsten kann ich nur noch mal dafür werben, hier diesen
Antrag entsprechend zuzustimmen. Er stellt eine vernünftige Lösung dar. Er verbessert die Situation für die Verkehrsteilnehmer und es ist finanzierbar und darum geht es. Vielen Dank. Also, meine Damen und Herren, ich hätte mir nie träumen lassen, dass es heute unser Hauptpunkt wird. Wir haben jetzt auf der Rednerliste stehen als nächsten Herrn Blümel, Herrn Löser, Herrn Würz. Und zum Abschluss würde ich dann auch den Kollegen Marx noch mal dran nehmen, weil das mehrmals gewünscht war. Vielleicht kommt ja noch der eine oder andere im Weiteren dazu. Jetzt Herr Blümel, bitte. Ich habe ihn schon aufgerufen, danach sind Sie dran. So viel Vernunft bei so einem kleinen Tagesordnungspunkt. Ich will mal einfach nüchtern auf die Fakten nochmal zurückkommen und da hätte ich dann gern eine Antwort, insbesondere von der CDU-Fraktion, insbesondere vom finanzpolitischen Sprecher. Wo bitte ist der Deckungsvorschlag für das, was hier beantragt wird? Wo ist der Deckungsvorschlag? Im Haushalt, den haben wir gemacht und deswegen wissen wir es auch genau, steht eine Position drin, das sind 200.000 Euro zur Nutzbarmachung des Tunnels. Mehr steht da nicht drin. Alles andere sind Aussichten, sind möglicherweise Finanzierungen. Aber die einzige konkrete Finanzierung, die es gibt im Moment, sind 200.000, die im Haushalt drinstehen. Jetzt kann man dazu Fördermittel beantragen. Und da sagen wir, da ist es besser, Fördermittel in geringerer Höhe zu beantragen, weil auch das sind Steuergelder, als Sie das wollen, nämlich über 1 Million, um diesen Tunnel zuzuschütten. Und deswegen sagen wir nüchtern, bitte einen Deckungsvorschlag und dann können Sie darüber reden, was hier unsolide und unseriös ist. Wir haben einen ordentlichen Deckungsvorschlag gemacht für beide Dinge und deswegen glaube ich, ist das das finanzpolitisch Vernünftigere und für die Machbarkeit dieser Dinge haben wir genügend Informationen jetzt von den Fachpolitikern gehört. Deswegen, wenn Sie es besser wissen, wenn Sie eine Finanzierung hier haben, die Sie bis jetzt noch nicht genannt haben, dann tragen Sie die hier vor. Ansonsten bin ich der Meinung, das Vernünftige haben wir vorgeschlagen und dem sollte am Ende dann auch die Mehrheit gebühren. Danke sehr. Würden Sie am Ende dann machen? Okay, dann wäre Herr Würz und dann Herr Dr. Brauns. Ja, ich habe nur noch mal eine sehr kurze Anmerkung. Was ein bisschen zu kurz kommt bei dieser ganzen Querungsgeschichte, ist eben wie gesagt die Kollision der Querungswünsche der Fußgänger mit den Durchfahrtsbedürfnis des Autoverkehrs, der dort eben nun mal noch ist. Es ist so, der Tunnel hatte einfach mal ganz groß den Vorteil, dass wenn ich dort mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß dorthin gekommen bin, ich ohne zu warten einfach durch konnte, während es jetzt schon auf der Westseite nicht funktioniert. Es funktioniert weder für die hier schon erwähnten älteren Herrschaften mit dem Rollator noch für Persönlichkeiten mit dem Kinderwagen. Es ist so, dass dort diese Ampelkreuzung für die Fußgänger vollkommen überläuft im Sommer in Hauptzeiten, dass dort sich alles diagonal über die Straßenbahngleise noch quälen muss, die dort sind. Das ist eigentlich derzeit unmöglich ist und der Tunnel hat einfach mal auch die besseren Kapazitäten, um dort kontinuierlichen Fußgängerstrom unter der Straße durchzuleiten. Das ist eigentlich ein Nachteil von der Ampelschaltung. Es gibt dann wieder den berühmten Streit über die Bettelampeln, über die Fußgängerampeln, wo dort die Fußgänger warten müssen. Die Autofahrer regen sich dann auf, dass dort sozusagen, wenn man die Zeiten für die Fußgänger verlängert, dass dann die Grünphasen zu kurz sind und die Rotphasen für die Autofahrer zu lang. Es ist ein Konflikt und den bauen wir uns hier richtig auf. Am Ende lassen sich diese ganzen Konflikte nur lösen, indem man den Tunnel eben beseitigt und zuschüttet für 1,3 Millionen, dann noch die ganze Kreuzung umbaut für was weiß ich wie viele Millionen. Diese Folgen werden derzeit nicht abgesehen. Insofern ist es hier die Vernunft auf unserer Seite, dass man diesen Tunnel, der einmal da ist, wieder für relativ wenig Geld nutzbar macht. Herr Dr. Brauns. Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, Herr Blümel, Sie müssten doch eigentlich, lange genug sind Sie doch dabei, Sie müssten doch eigentlich das Einmaleins des Förderverfahrens kennen. Und die in Aus, ja, und die, wenn ein schriftlicher Bescheid, ich betone Bescheid, da liegt, dass Fördermittel in Aussicht gestellt werden, dann ist das der Scheck für die Gelder, wenn die Planung entsprechend kommt, dass sie auch ausgereicht werden. Der kann nur die Zusage nicht kommen, weil das Projekt noch nicht so also in der Ausführungsplanung da liegt, auf die sich dann der
tatsächliche Förderbescheid bezieht. Deswegen tun Sie doch nicht so, als ob das nicht finanziert ist. Also bleiben Sie doch mal so sachlich, es ist natürlich ausfinanziert und Sie haben eine zusätzliche Einnahme im Haushalt durch diese Fördermittel und die können Sie dann auch verbuchen und dann ist das zu dem jetzigen Haushalt diese Maßnahme ein- und Ausgabe neutral. So, und verstößt deswegen nicht gegen den Haushalt. Also bitte, ein bisschen mehr Intellekt bei Ihren Beiträgen. Wollen wir den Versuch unternehmen? Schlusswort und dann gibt es Verwaltung. Ja, meine Damen und Herren, das ist eine sehr emotionale Debatte und der Tunnel ist es auch wert. Aber es muss entschieden werden heute. Die Hochwassermittel, sie brauchen ein Projekt, entweder so oder so. Und ich sage auch, das war in unserer Fraktion eine sehr schwierige Diskussion. Und es ist auch richtig, wir haben, weil wir eben diese Abwägungsentscheidung treffen müssen, versucht, hier einen Kompromissvorschlag im Ausschuss vorzubringen, für den wir damals keine Mehrheit gefunden haben. Und der sah eben so aus, dass wir die Hauptröhre, die auch für Fahrradfahrer nutzbar ist, offen halten, um dann den Rest zu schließen und gleichzeitig die überirdische Querungssituation zu verbessern. Wie gesagt, im Ausschuss damals gab es dafür keine Mehrheit. Mit dieser Information sind wir in die Fraktion gegangen und haben zusätzlich uns nochmal sehr genau angeschaut, wie die Fördermittelsituation hier aussieht und sind am Ende in der Abwägung, und ich sage es auch, zum Teil schweren Herzens, Herr Hofsommer ist angesprochen worden, auch meine Wenigkeit, sind wir in der letztendlichen Entscheidung dazu gekommen, hier zu sagen, entweder oder, es braucht eine Grundsatzentscheidung und die ist gefallen. Insofern haben wir unseren ersten Antrag hier heute nochmal aufgelegt und müssen es entscheiden. Und zum Abschluss der Debatte, Herr Kollege Marx. Danke, Herr Hilbert. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte eigentlich gedacht, im Bauausschuss hätten wir eigentlich alles so durchgesprochen. Aber okay, Herr Löser, Sie haben recht, wir müssen eine Entscheidung treffen, die brauchen wir heute. Eigentlich nicht im nächsten Monat oder nicht im übernächsten Monat, die brauchen wir jetzt. Ganz deutlich will ich mal sagen, wir müssen die Fördermittelanträge bis zum 30. Juni 2015 abgeben. Das ist ein wichtiges Thema für uns. Wir waren am 8.12.2014 beim LASUFT gewesen und haben das ganze Thema durchgesprochen. Ich will Ihnen nur noch mal kurz einen Satz auch vorlesen, den wir seinerzeit auch abgesprochen haben. Gefördert werden die Verfüllung des Tunnels und die Herstellung einer ober- bzw. unterirdischen Verkehrsanverbindung. Zwei Sachen werden nicht gefördert. Das muss man wissen, so ist es. Wir können uns so oder so entscheiden. Das ist wichtig zu wissen. Es kam immer wieder die Frage auf, und das war, glaube ich, von Ihnen, Herr Wirz oder Frau Kaufmann, wie kommt es von 375.000 Euro, die wir seinerzeit zugesagt bekommen haben für die Reparatur des Tunnels, und jetzt den Sprung auf 900 und so und so viel 1.000 Euro zur Verfüllung? Naja, das ist ja ganz klar eigentlich. Das Problem ist, Reparatur, die nicht nachhaltig ist, das muss man mal ganz offen sagen, die ist nicht nachhaltig, das wird ja im Übrigen auch verlangt. Das bedeutet, ich muss Elektroleitungen erneuern, ich muss hier vielleicht noch ein paar Glühbirnen austauschen, Putzarbeiten, Anstricharbeiten, vielleicht Festigungsarbeiten der Natursteinwände. Das ist aber nur Reparatur, eine Verfüllung ist ein bisschen mehr. Ich muss dann nämlich die gesamte Technik dort unten rausholen. Wir haben riesen Pumpen in dem Bereich, die müssen umsortiert werden, die müssen umgelegt werden. Ich muss die Rampen sortieren, Herr Wirz, Sie haben das ja angesprochen, auch die Rampen müssen neu sortiert werden, die dann praktisch auch nicht mehr, sage ich mal, im Bauraum irgendwo auch auftauchen. Ich persönlich präferiere, sage ich mal, den Rückbau in dem Bereich des Tunnels, weil sie eröffnen natürlich auch in den Bereichen Richtung nördlich der Großen Meißner Landstraße ganz andere Situationen, wenn die Rampen nicht mehr dort wären, weil wir wollen einerseits den Aufbau in dem Bereich haben, das darf man nicht vergessen, das haben wir vorhin besprochen, vor zwei Tagesordnungspunkten haben wir das Thema besprochen und die Rampen sind ein großes Problem in dem Bereich. Ich will nur sagen, wir brauchen heute eine Entscheidung, die 975.000, das war so angedacht bei uns. Das haben wir auch übrigens, das haben wir auch mit dem LASUFT so besprochen, Frau Kaufmann. Man war also bei der Finanzierung nicht, sage ich mal, hat auf Widerstand geschaltet, weil wir haben gesagt, wir müssen eine nachhaltige Lösung hier anbieten. Das wurde auch soweit es geht akzeptiert. Wie gesagt, zwei Lösungen werden nicht akzeptiert, wir müssen eine Lösung anbieten. Und das ist jetzt die große Frage und das ist die große Herausforderung an Sie. Wohin geht die Reise?
Denn soweit meine kurzen Informationen. So, meine Damen und Herren, damit würde ich den Versuch unternehmen, in die Abstimmung einzusteigen. Wir haben einen Ersetzungsantrag von Herrn Blümel damals eingebracht vorliegen. Wird es gewünscht, dass ich den nochmal verlese, weil Sie den nicht vorliegen haben? Ja. Also, der Ersetzungsantrag lautet: Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, erster Anstrich für den Wiederaufbau des Fußgängertunnels Neustädter Markt, Flutschadensmittel zu beantragen und dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau unverzüglich eine Vorlage zur Sanierung des Tunnels zum Beschluss vorzulegen. Die Sanierung soll so erfolgen, dass bei möglichen zukünftigen Überflutungen die Wiederherstellungskosten so gering wie möglich ausfallen. Zweiter Anstrich: Mit geeigneten Vertretern der Skater- und Graffiti-Szene über eine langfristige künstlerische Gestaltung des sanierten Tunnels Gespräche aufzunehmen. Diese sollen mittels aktiver Einbindung die Akzeptanz der genannten Szene erhöhen und Vandalismus vorbeugen. Weiterhin wird die Oberbürgermeisterin beauftragt, dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau unverzüglich eine Vorlage zum Beschluss vorzulegen, die eine ebenerdige Fußgängerverbindung auf der Ostseite des Knotenpunktes Augustusbrücke, Großen Meißner Straße, Köpke-Straße und eine Verbreiterung der ebenerdigen Fußgängerverbindung auf der Westseite des Knotenpunktes zum Gegenstand hat. Das wäre jetzt der Ersetzungsantrag. Wenn der eine Mehrheit bekommt, wären wir durch. Und ansonsten wird man über die Beschlussempfehlung abstimmen. Ich hatte beantragt, dass wir über den Originalantrag abstimmen. Okay, das habe ich jetzt nie mitbekommen. Entschuldigung. Das würden wir danach machen. Also, zunächst, wer dem Ersetzungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? War völlig ganz neue Konstellation hier oben. Da kannst du doch gar keine Vorausschau machen. Stimmenthaltungen? Keine. 33 Ja-Stimmen bei 37 Nein-Stimmen und keine Enthaltung wäre damit abgelehnt. Ich kann ja nur das vorlesen, was ich vorgegeben habe. Dann machen wir, ohne dass wir das namentlich machen, würde ich vorschlagen, nochmal Wiederholung der Zählung. Also, wer für den Ersetzungsantrag ist, und bitte alle auf ihre Plätze bleiben, ohne sich dreimal zu melden und so weiter, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen. Stimmenthaltungen. Mit 32 Ja, 37 Nein, keine Enthaltung, bleibt aber trotzdem bei der Ablehnung. So, damit war als nächstes beantragt, dass wir über den Originalantrag abstimmen. Wer dem zustimmen möchte, wird das auch gleich, also falls eine Mehrheit hat, klar als Schlussabstimmung und jetzt nicht, dass wir als Grundlage das nehmen, werten, wenn da kein Widerspruch ist. Wer dafür ist, den Originalantrag zu bestätigen, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung.
36 Ja, 25 Nein, 8 Enthaltung. Wer damit im Original, wie er eingereicht worden ist, der Beschlussvorschlag so beschlossen worden.